mit dem Kennzeichen HO, Handelsorganisation, ne? Die Grauhaarigen kennen das noch. Das ist also echter DDR-Begriff. Auf dem Trabant Peter Rotzok, einer der Rallyefahrer, die seit ewigen Zeiten dabei sind. Und weil genau dieses Auto im Jahr 1966, damals mit der Wartburg-Werksbesatzung, den zweiten Klassensieg in Griechenland in der Weltmeisterschaft für Wartburg geholt hat. Also das hier ist echte Historie. 55 Jahre alt ist der Wagen jetzt und er läuft immer noch. Ja. Die Teamkollegen von dem Team, was wir eben gesehen haben, von Henning und Sandro Giese, Carsten Henning, Sandro Giese kommen auch aus dem Umfeld von Erfurt. Von 1967 bis 90 gebaut und jetzt Lewandowski und Mendy sind hier bei uns schon durchaus aus Eggelsheim, aber ein gebürtigen Südthüringer in einem 1982er VW Golf GTI. Und ihr seht, er ist weit angereist. OG steht für Offenburg. Diese Autos nur auf dem Papier für die Motorsportzulassung gegeben. Es hat nur 5 Autos gegeben. Und natürlich diese Autos waren den Werksfahrern vorbehalten nach Kapstadt im Jahr 2012. Deswegen sind hier noch so ein paar ulkige Aufkleber drauf. Und Ingo Höppner, der Mercedes Oldtimer restauriert, hat hier entschlossen, mit dem Auto hier nach Schwedeberg zu kommen. Manche sind ganz sauber und manche sind dreckig. Die dreckig sind, sind heute Morgen beim Abfahren mit dem Wettbewerbsauto gefahren. Gegeben für die Startnummer 1, Mario Keller und Felix Wolf. Mario Keller kommt aus der Erzgebirge. Michael Schröder fährt seinen Trabant seit 1999, jetzt das 22. Jahr. Trabant Champion 2019 und das Auto etwa 65 PS stark bei mir. Der Audi mit 80 PS sehr schmal motorisiert, aber die beiden sagen, es ist schon doppelt so viel Leistung wie vorher bei unserem Trabant. Die ganze Familie da und drückt dem Papa die Daumen, wenn es jetzt losgeht. Steffen Gühnel, Ingmar Schau im Mika, das ist die. Das ist die kleinste Klasse bis 1400 Kubik. Jetzt hat er den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Reserve-Suzuki hervorgeholt, weil er natürlich vor der Haustür fahren will. Toi, 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 Uwe Jarim und Steffen Busch aus Wittenberg. Ein Citroën Saxo. Das Auto ist Siegerauto der ADAC Rallye Master Serie von 2009. Ralf Mehner ist Autoschlosser, Axel Feldmann Schweißspezialist, der schweißt ihnen alles, was sie haben wollen. Und diese Ladas sind Nachbauten des legendären Golf DS aus den 80er Jahren, das schnellste Auto im Ostblock.
fehlt. Fehlt der Rucksack. Ich habe einen Fehler gemacht.
Also hier wird gestempelt und das muss fast auf die Sekunde genau erfolgen, sonst gibt es Strafpunkte, vor allem zu früh stempeln. Verblüfft. Wir fangen an mit der 102. Die Verblüffung resultiert aus dem Warnrohr. Und wir machen weiter mit der 103. Carsten Henning und Sandro Wiese. Vier. Da kommt der Trabant schon zurück. Auf seine erste Runde. Bernd Lutz, Stefan Sawinski in dem Golf 1 GTI vom ADAC Südbaden-Württemberg. Zweite Runde hier angehen.
Höppner, Marco Leseke in diesem Mercedes 230e W123 Type. W steht einfach für Wagen. Mercedes Wagen. Von Alexander und Klaus Junge. Die beiden kommen aus Bad Grund am Harz. Ihr Opel Manta wird üblicherweise bei den historischen Gleichmäßigkeitsprüfungen eingesetzt. So, wie habt ihr denn den vielen Schotter, der unüblich ist, überstanden? War klasse. Gerne wieder. Also, klasse war der Kommentar. Ich glaube, wenn ich... Mario, konntest du denn heute eigentlich unbeschwert auftreten? Du hattest ja die Doppelbelastung, den Trabi über die Wege zu scheuchen, und außerdem fährt dein Sohn heute die allererste Rallye. Ja, das ist schon schwierig, wenn er die erste Rallye fährt, aber was will man machen? Er ist über 18, er kann machen, was er will. Ich möchte auf alle Fälle den Remo Palm und seiner Truppe danken, alle ehrenamtlichen Helfer, so eine Rallye wieder auf die Beine zu stellen. Bei den Wetterbedingungen, was da vorne weg war, also Hut ab. Die Strecken waren top. Danke, Mario. Auf diesen Strecken mit 50 von... Und hier kommen unsere Berliner Feuerwehrleute. Das Rückgrat der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg. Sven Schlagner und Klaus Lüdecke. Ja, der Audi ist, hat schon historischen Wert, über 40 Jahre alt.
Er hat nur 80 PS und die Jungs freuen sich natürlich, dass sie durchgekommen sind. Und ich sagte es vorhin, vom Gefühl her ist das Auto schon eine Verbesserung. Vorher hatten sie 40 PS im Trabant, jetzt 80 PS im Audi. Das geht schon ein kleines bisschen besser. Toi, toi, toi für euch, ab nach Neuro. So, und ich befürchte, jetzt das Auto kommt wie die Nummer 4 aus Wittenberg, Start Nummer 7. Uwe Joachim und Steffen Busch im Suzuki Swift 1300, sein Reserveauto. Uwe, bist du glatt durchgekommen? Nein. Gerade auf der letzten Prüfung stand ich 5 Minuten oder länger. Vorher ist auf WP4 irgendein Motorhalter verbogen, ich konnte nicht mehr schalten und alles. Und jetzt ist auf der 5. die Luftansaugung weg, hatte keinen Vortrieb mehr, mussten jetzt bauen. Also du hast eine ganze Menge erlebt, was eigentlich nicht unbedingt auf deinem Plan stand. Aber nichtsdestoweniger trotz, er ist wenigstens im Ziel. Die 1500er Klasse. Vier Autos. So, normalerweise die Einsteigerklasse. Wenn ihr das erlaubt, mache ich die Klappe wieder zu. Ja. Es reicht doch, wenn ich die große Klappe habe. Der 6. Ja, und wir kommen die Wittenberger. Steffen Kühne und Ingmar Schau im Nissan Micra. Die Autos haben einfach den manchmal Fehler bis zu 10 Autos beschert hat. Klappe war ein Seat Ibiza.